Wir befinden uns hier im Kursaal von Meran und für den heutigen Klavierabend kommen zwei verschiedene Konzertflügel von der Firma Steinway zum Einsatz. Einmal der moderne Konzertflügel, so wie man ihn kennt von den großen Podien. Und dann, das ist die Besonderheit, noch ein historischer Steinway-Konzertflügel, und zwar ein Modell, ein originales Modell aus dem Jahr 1860. Der Flügel wurde in Leipzig restauriert und steht aktuell in Privatbesitz in Düsseldorf, kommt aber auf Wunsch für Konzerte zum Einsatz. Er verfügt über Kreuzbeseitung, ist also kein Gratseiter mehr, sondern hat Kreuzbeseitung und auch den Gussrahmen verbaut. Man kann also sagen, dass es sich hier um den Prototyp des modernen Konzertflügels handelt. Man kann auf ihm eine immense Bandbreite an Repertoire spielen. Und dennoch hat er diese historischen Charakteristiken nicht verloren. Das heißt, er ist sehr, sehr obertonreich. Diese Qualität, möglichst viel Repertoire auf einem Instrument spielen zu können, die ist heute selbstverständlich. Im 21. Jahrhundert und auch schon im letzten Jahrhundert. Aber im 19. Jahrhundert war das keineswegs so, zumindest sagen wir bis 1850, 60. Die Flügel hatten oft eindeutige Präferenzen, ganz grob heruntergebrochen. Das heißt, sie waren oftmals eher entweder brillant oder weich im Klang. Dass jetzt Steinway es fertigbringt, ein Instrument zu bauen, das dieses Entweder-Oder viel weniger hat. Auch ein Instrument zu bauen, was eine enorme klangliche Intensität und Tragweite hat, das ist insofern etwas sehr Besonderes und ein großer Schritt in die Zukunft des Konzertflügels. Durch diesen Obertonreichtum der alten Instrumente, auch dadurch, dass die Dämpfer nicht so perfekt abdämpfen wie am heutigen modernen Flügel, dadurch ist es oftmals möglich, auch deutlich weniger Pedal zu benutzen. Das mag der Anfang der Mazurka verdeutlichen. Der ist nämlich von Chopin komplett ohne Pedal notiert. Und das kann man hier problemlos umsetzen, ohne das Gefühl zu haben, der Klang ist zu trocken. Das, was ja den heutigen Konzertflügel ausmacht, was seine große Stärke ist, das ist ja nicht nur sein Klangvolumen, seine Kraft, seine Tragweite
oder auch die große Spreizung der Dynamik, sondern es ist all das zusammengenommen, die Fähigkeit, alles darauf spielen zu können, ein Allround-Instrument zu haben, in einem guten Sinne. Diese Möglichkeit, an zwei so verschiedenen Konzertflügeln zu agieren im Konzert, ist eine, die mich besonders bewegt, mich besonders begeistert. Denn es wird vielfach ja von Stilistiken gesprochen, auch im Rahmen der Hochschule, im Rahmen der Ausbildung der Studenten wird über Stile gesprochen, der klassische Stil, Mozart, was weiß ich, lange Bögen in der Romantik bei Chopin. Aber letztlich bleibt das doch furchtbar abstrakt, weil die wirkliche Veranschaulichung klanglicher Natur, was das Eigentliche ja ist, die bleibt aus, weil solche Instrumente nicht oder in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Der Gegenwert ist eben für das Publikum ein Klangerlebnis, gerade auch in der heutigen Zeit, wo es kulturell ja so viel gibt, das, denke ich, sehr bereichernd sein kann und Dinge einfach mal plastisch unmittelbar zeigt, anstatt dass man immer nur darüber liest.